Kann ein wiedergeborener Christ vergeblich glauben und damit die Errettung wieder verlieren? Was bedeutet vergeblich glauben gemäß 1. Korinther 15, Vers 2? Dies und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In 1. Korinther 15 geht es um das wahre Evangelium. Kern des wahren Evangeliums ist die Auferstehung Christi und damit dann auch die Auferstehung der Toten. Das wahre Evangelium wird in Vers 3 und 4 beschrieben, definiert. Und dieses wahre Evangelium hat die Kraft, die Wirksamkeit, Menschen zu retten. Der Apostel Paulus brachte den Korinthern dieses wahre Evangelium. Sie haben es im Glauben angenommen und standen fest in diesem Evangelium und wurden gerettet. Es gibt aber auch ein falsches Evangelium. Unter den Korinthern gab es Leute, die haben an ein falsches Evangelium geglaubt und haben dieses auch gelehrt. Sie haben die Auferstehung der Toten aus dem Evangelium herausgenommen. Das ist ein falsches Evangelium. Damit gibt es keine Auferstehung Christi und keine Auferstehung der Toten generell. Dieses Evangelium ist falsch und es hat nicht die Kraft, Menschen zu retten. Es ist vergeblich. Und damit ist auch der Glaube an ein solches Evangelium vergeblich. Nichtig, wirkungslos, es hat nicht die Kraft, Menschen zu retten. Und nun richtet Paulus zu Beginn des Kapitels einen Appell an die Korinther. Ein Appell zum Festhalten an das wahre Evangelium, durch das ja die Korinther gerettet wurden. Aber dieser Appell ist auch eine Warnung an all diejenigen, die an ein falsches Evangelium glaubten. Paulus sagt, ihr werdet gerettet, es sei denn, euer Glaube ist nichtig, vergeblich, weil ihr an ein falsches Evangelium glaubt. Ein solcher Mensch wird nicht gerettet, er bleibt noch in seinen Sünden. Das ist der Gedanke hier. Es geht also in diesem Abschnitt nicht darum, dass ein wiedergeborener Christ wieder verloren gehen kann, sondern es geht darum, dass der Mensch sein Glauben, sein Vertrauen auf das richtige Evangelium, auf das wahre Evangelium setzen muss, um gerettet zu werden. Paulus warnt hier die falschen Lehrer, dass sie nicht gerettet werden, wenn sie an ein falsches Evangelium glaubten, denn dieser Glaube ist nichtig, vergeblich. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.